Moin zusammen. Der Grigul bzw. Tränen, Leute, alles mal wieder hier. Und wir sind wieder beim Leitstellenspielen. Ihr seht es, eine Einheit von mir habe ich jetzt gerade mal zu diesem grünen Icon geschickt. Dieses hier ist ein Verbandseinsatz, und zwar eine Absicherung Musikumzug. Den habe ich mit Grigul gestartet. Und zwar ist das das hier. Beginnt in knapp 45 Minuten, dauert eine Stunde, gibt 3060 Credits. Dafür, dass man einfach Einheiten dahin schickt. Neugeli hat sich auch schon mit angeschlossen, hat auch eine Einheit hingeschickt. Und meine Wenigkeit, da ich zwar keine Streifenwagen habe, habe ich hier, also hat Trelotal, Entschuldigung, sein Löschfahrzeug hier hingejagt. Der wird zwar nicht benötigt, um diesen Einsatz überhaupt abzuschließen, aber dadurch, dass ich überhaupt eine Einheit dahin schicke, also dass Trelodal eine Einheit dahin geschickt hat, kriege ich ja trotzdem das Geld für diesen Einsatz. Das habe ich, glaube ich, im letzten Video schon mal erklärt. Man muss nicht zwangsläufig in diesen Verbandseinsätzen die Einheiten dahin schicken, die man benötigt. Es genügt, wenn man überhaupt welche hinschickt. Unter der Voraussetzung, dass die anderen, die da an diesem Verband teilnehmen, also Verbandseinsatz teilnehmen, Einheiten hinschicken, die benötigt werden, um den Einsatz auch abzuarbeiten. Ja, wenn also jeder aus dem Verband jetzt in diesen Verbandseinsatz oder in allen Verbandseinsätzen jetzt Fahrzeuge hinschicken würde, die nicht dazu benutzt werden können, um den Einsatz abzuarbeiten, dann würde niemand das Geld dafür kriegen. Habe ich aber im letzten Video auch schon mal ganz kurz erklärt. Wir werden das im Laufe der Reihe mit Sicherheit noch 20.000 Mal sehen und da werde ich auch 20.000 Mal darauf eingehen. Was wir jetzt heute machen werden bei Trelodal als Account ist erst einmal eine neue Wache zu kaufen. Ja, wir haben 134.000 Credits. Eine neue Wache, wir haben ja erst gerade mal zwei, die Feuerwehrreine und Feuerwehrreine rechts, und der komme ich hier auch gleich nochmal dazu. Die Feuerwehrreine rechts und die Feuerwehrreine. Ich möchte noch eine dritte Wache jetzt in dem Fall dazu kaufen, sodass wir mehr Einsätze bekommen. Das habe ich auch im letzten Video schon erwähnt. Die Anzahl der Einsätze richtet sich nach der Anzahl der Wachen, die ihr habt. Und zwar immer die Anzahl der Wachen plus 1. Wir haben zwei Wachen, können maximal drei Einsätze haben. Also diese drei Einsätze haben wir auch. Je mehr Einsätze wir haben, desto mehr Geld kriegen wir aber auch wieder rein. Deswegen möchte ich jetzt auf jeden Fall noch eine Wache dazu kaufen, ja, sodass wir auf drei Wachen kommen und demzufolge auf vier mögliche maximal Einsätze. Um dementsprechend dann auch mehr Möglichkeit haben, die Einsätze abzuarbeiten, um wieder mehr Geld zu kriegen. Es wird so sein, dass ich die Feuerwachen um Rheine erstmal bauen werde und danach dann das Geld soweit erstmal in die Hand nehme und diese Feuerwachen erstmal ausbauen werde. Ja, dass ich also erstmal gucke, was haben die Einheiten, also die Feuerwachen in Rheine, im realen Leben für Einheiten dort stehen, also für, was für Fahrzeuge haben sie da stehen, und die werde ich so gut es geht nachbauen. Das bedeutet, wenn ich jetzt beispielsweise herausfinde, dass die Feuerwache Rheine rechts dieses 11-20-16 hat und sagen wir mal eine Drehleiter und ein ILB-1, dann werde ich in diese Feuerwache auch diese Drehleiter und diese ILB-1 einbauen, aber keine weiteren Fahrzeuge. Ja, wenn ich jetzt merke, dass die Feuerwehr Rheine, zu der komme ich gleich, die müssen wir gleich verschieben, wenn ich jetzt feststelle, dass die neben diesen drei Fahrzeugen, die hier drin sind, den 1120, den 2016 und den TLR 4000, noch einen Feuerwehrkran hat, dann kommt auch der Feuerwehrkran da rein. Wenn ich dann aber feststelle, dass diese Feuerwehrreine den TLR 4000 gar nicht hat, dann kommt er da raus. Dann werde ich diesen TLR 4000 erstmal in ein Lager packen, das muss ich auch extra bauen, oder aber ich verschrotte das Fahrzeug, dafür kriege ich nichts wieder. Ja.
Wenn ihr ein Fahrzeug verschrottet, ist die einzige Möglichkeit, ein Fahrzeug loszuwerden. Ihr könnt kein Fahrzeug verkaufen, das geht nicht. Wenn ich also dieses Fahrzeug verschrotte, dann ist es für weg. Dann kriege ich nichts dafür wieder, ich kriege kein Geld, keine Coins. Deswegen werde ich das mit Sicherheit nicht machen. Ich werde es wahrscheinlich eher so machen, dass ich dieses 4000, dass ich mir dann noch mal warte, bis ich wieder 100.000 Credits habe, dass ich mir dann ein Lager einrichte, wo ich dieses Fahrzeug dann praktisch gesehen parke. Ja, das ist eine Sache, die hat der Grigol auch. Gehen wir ganz kurz mal hin. Zum Beispiel habe ich hier Lager Süd. Lager Süd ist an einem Platz angebracht, wo es gar keine Wachen gibt. Das ist hier der kleine Ort Glesen bei Elbergen, zwischen Elbergen und Bramsche, in der Nähe von Emsbüren. Also dieser Ort, das ist ein ganz kleines Dorf, der hat, das habe ich schon recherchiert, keine Feuerwehr. Ja, wird durch die Feuerwehr Bramsche, durch die kleine Ortsfeuerwehr mitversorgt. Das heißt also, ich habe mir hier, wo definitiv auch im realen Leben keine Feuerwache ist, habe ich mir eine Lagerwache hingesetzt. Ich habe noch eine zweite Lagerwache, die ist weiter nördlich, hier oben bei Stavern. Ja, Stavern hat auch keine eigene Feuerwehr, deswegen ist bei mir hier ein Lager. Und hier setze ich Fahrzeuge rein, die ich auf anderen Wachen nicht unterkriege, beziehungsweise die ich für das Einsatzgebiet, was ich hier habe, als nötig erachte, wie gesagt, die aber bei keiner realen Einheit verfügbar ist. Ja, also ich gehe ja nicht, also für meine Spielweise, auch die für Trailertal, wird es nicht so sein, dass ich mich sklavisch daran halte, was steht da im realen Leben, das darf auch nur im Spiel dort stehen. Ja, es gibt solche Spieler, die machen das. Ist in Ordnung, können sie gerne machen. Für mich ist es eher so, ich versuche das so weit es geht wie möglich realistisch nachzubauen, nachzudarstellen, darzustellen auf jeden Fall. Ich halte mich aber nicht allzu sklavisch daran. Ja? Das ist also meine persönliche Spielweise. Ihr müsst für euch selber wissen, wie ihr das spielt. Ja? Da muss ich euch ganz klipp und klar die Freiheit geben dazu. Spielt, wie ihr es spielen wollt. Wichtig ist nur, guckt euch bitte aus, wenn ihr euch den Verband anschließt, für was für Regeln die haben. Manche, das habe ich auch schon mal erwähnt, möchten das gerne so haben, dass wirklich die Einheiten, die Wachen so gebaut werden, wie sie im realen Leben sind. Das heißt also, wenn es bei euch im Einsatzgebiet beispielsweise keine Wache gibt, die einen Feuerwehrkran hat, dann dürft ihr in diesem Verband auch diesen Feuerwehrkran nirgendwo haben. Aber das müsst ihr dann mit den jeweiligen Verbandsadministratoren dann selber abmachen. So. Also. Ich möchte, wie gesagt, eine dritte Wache dazu kaufen. Ich möchte aber auch diese Feuerwehrreine, die ich hier habe, verschieben. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wir scrollen jetzt mal rein hier. Wir haben hier zwei Feuerwachen relativ dicht beieinander. Diese hier an der Bergstraße ist die Feuerwache, wenn man ganz weiter reinzoomt, Feuerlöschzug rechts der Ems. Dieser ist in Wirklichkeit auch dort stationiert. Ja? Man sieht das hier ein bisschen zu weit reingezoomt. Das ist die Feuerwache rechts der Ems. Die gibt es wirklich dort. Was es nicht gibt, das ist unsere erste Wache. Ups, Entschuldigung. Die allererste, die wir einfach so mitten in Rheine hineinplatziert haben, die hier steht. Ja, das ist hier die Feuerwache Rheine. Wenn man da mal auf Satellit drauf geht, ihr werdet feststellen, das ist eine Wohnsiedlung. Da ist keine Feuerwache. Wundert euch nicht, dass ich ständig hier neu lade. Ich habe immer noch nicht rausgekriegt, wie man die eigentlich rauszoomt. Reinzoomen geht, ja, das ist ohne Probleme, aber rauszoomen geht komischerweise nicht. So, die richtige Feuerwache,
ne, diese hier, die da verkehrt ist, die wollen wir auf die richtige Stelle setzen. Und die ist linksseitig der Ems. Die Ems ist der Fluss hier. Seht es auch ganz leicht hier zu sehen, Ems. Und die richtige Wache ist in der Frankenburger Straße. Nämlich da, Feuerwehrreine, Löschzug links der Ems. Das heißt, ich möchte meine Wache jetzt verschieben. Das geht. Es kostet mich meine 10 Coins, die ich da oben habe. Diese hier, diese 10 Coins, kostet es auf jeden Fall. Das heißt, dass man kann das nicht gratis machen. Die zweite Voraussetzung ist, dass alle Fahrzeuge, die in der Wache stationiert sind, den Status 2 haben müssen. Einsatzbereit auf der Wache. Es darf kein einziges Fahrzeug von diesen Fahrzeugen der Feuerwache, die ich verschieben möchte, im Einsatz sein, also außerhalb des Gebäudes sein. Das heißt also nicht im Einsatz, die dürfen nicht auf dem Weg zum Einsatz sein, die dürfen auch nicht vom Einsatz zurück sein. Die müssen in der Wache stehen. Erst dann kann ich diese Wache verschieben. Und zwar gehe ich dann hier auf die Wache drauf und habe dann hier den Button Gebäude verschieben. Und ich hoffe mal, das klappt jetzt. So, dann kriegen wir jetzt hier die Karte. Ja, wir sind derzeit am Friedrich-Ebert-Ring, da wollen wir aber nicht hin. Jetzt kann ich hier diesen Marker, hoffentlich, jawohl, jetzt geht's, kann diesen Marker hier verschieben. So, und jetzt gucke ich natürlich so, dass ich dann auch sagen kann, okay, und das ist schon mal gar nicht mal so ganz schlecht, die Position hier. Auch da halte ich die linke Maustaste. Für BlueStacks-Spieler, wer das auf BlueStacks spielt, bitte die linke Maustaste gedrückt halten, dann könnt ihr diesen Marker verschieben. Beim Touchscreen auf dem Handy müsst ihr versuchen, den Marker mit dem Finger gedrückt zu halten und danach geht es auch. Ist ein bisschen tricky, aber es geht. So, ich möchte meine Feuerwache hier hinsetzen. Frankenburgstraße und jetzt gehe ich auf Speichern. Dann sind meine 10 Coins weg. Ja? So, das bedeutet jetzt, ich habe jetzt keine Coins mehr. Und meine Feuerwache oder meine Feuerwachen sind jetzt weiter auseinander. Sorry, jetzt wird das gerade nicht angezeigt. Wir aktualisieren nochmal. Und ihr seht jetzt selber, eine Feuerwache, die hatten wir oben schon, die Bergstraße. Das ist die Feuerwehr Rheine rechts. Und jetzt haben wir halt die Feuerwache Rheine, links, Feuerwache Rheine links der Ems und rechts der Ems. So macht ihr also das, also, dass ihr eine Einheit verschiebt. Also ein Gebäude. Einheiten verschieben, das machen wir in anderen Mal. So. Ich möchte aber noch eine dritte Einheit dazu haben. Dazu wechseln wir mal ganz kurz hier auf den Browser. Die Feuerwache Rheine, die hat doch tatsächlich eine echte Homepage. So, wir haben jetzt den Löschzug links der Ems und den Löschzug rechts der Ems. Ich möchte jetzt den Löschzug Elte noch dazu nehmen. Und gucken wir mal ganz kurz an, wo steht, in welcher Straße. Der Kolon-Eckert-Straße Nr. 27. Gehe ich dann nochmal ganz kurz hier rein. Ein Fehler, nicht in Lingen, sondern in Rheine. So, gehen wir mal ganz kurz hin. Ah Gott, okay, kennt er wieder nicht. Elte, gut, das ist hier schon mal gar nicht mal so ganz schlecht. Das ist also außerhalb von Rheine. Ja, ihr seht es hier, Rheine ist hier, Elte ist dann hier weiter unten. Und in der Kolon-Eckert-Straße soll diese Feuerwache sein. Und das ist hier, direkt neben, ja keine Ahnung, ich schätze mal, sollte als Stadion darstellen. Freiwillige Feuerwehr, Löschzug Elte. Ja. Heißt also, wir müssen damit nach Elte rein. So, Elter Straße, die habe ich schon mal hier. Jetzt muss ich nur mal kurz gucken, wo denn Elte tatsächlich ist. Jetzt bin ich wahrscheinlich noch ein bisschen zu weit außerhalb. Beziehungsweise nicht weit genug außerhalb.
Wir sind jetzt in Gellendorf, das ist natürlich doof. Das ist ein bisschen tricky, da muss man so ein bisschen suchen. Ja, das ist leider Gottes so. Dass man dann halt ein bisschen schauen muss, wo man seine Wachen hinsetzt. Das ist übrigens eine Sache, die müsst ihr für euch auch wieder selber wissen. Ja, das ist keine Sache, die ich euch vorschreiben oder die man generell so machen sollte, wie ich sie mache hier. Das müsst ihr selber wissen. Auch da unten, die Elte ist da. So, da ist dann der Feuerwehrreine Löschzug Elte. Ein bisschen außerhalb also. Und hier sage ich jetzt, okay, ich möchte jetzt über diesen Plus-Button ein Gebäude bauen. Ich setze den Marker noch so ein bisschen richtiger hin, nämlich da, wo er auch hin soll. Das ist der Beachvolleyballplatz, nicht Stadion. Okay, gehe jetzt hier unten auf Position übernehmen. Sage jetzt, okay, ich möchte eine Feuerwache haben. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das eine Kleinwache ist. Bevor wir das dann machen, gehen wir mal ganz kurz zurück hier. Ja, das sieht mir schon nach einer Vier-Fahrzeug-Wache aus. Ist also schon ein bisschen größer, würde ich fast sagen. Also würde ich sagen, ist das keine Kleinwache, die nur mit ein, zwei Fahrzeugen besetzt wird. Ich mache eine richtige Feuerwache drauf. Nennen das Ganze... Mist. Wie heißt der Ort nochmal? Löschzug Elte. Und nehmen wir ein Startfahrzeug. Da können wir es dann auswählen. Übrigens, wenn ihr... mal wieder. Wenn ihr hier gar nichts anklickt hier, ne? Beim Handy habt ihr auch meistens noch so einen kleinen Button hier, so einen kleinen roten Punkt. Wenn ihr hier gar nichts anklickt, wird trotzdem das erste Fahrzeug genommen. Ne? Ihr bekommt auf jeden Fall nur die Auswahlmöglichkeit, Löschfahrzeuge zu nehmen. Das kann ein KLF sein, also Kleinlöschfahrzeug, ein MLF, das ist ein mittleres Löschfahrzeug. Tragspritzenfahrzeug W mit Wasser, also mit einem Tank. Älteres Baujahr. 11-20-16, 11-10, 11-8-6. Da müsst ihr euch dann mal ein bisschen schlau machen, was jetzt was ist. Ich benutze zwar fast alle Einheiten, aber ich kriege beim besten Willen immer noch nicht so ganz raus, was eigentlich was ist. Ist auch nicht schlimm. Wir nehmen stattdessen jetzt einfach mal das 11-20, ja, und bauen das Ganze jetzt. So, ihr seht es, ich habe jetzt 100.000 Credits verloren. Ich habe jetzt die Feuerwehr Elte hier mit dem 11-20. Gehen wir mal ganz kurz drauf. Und eins der wichtigsten Sachen, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, wenn ihr mehrere Fahrzeuge habt, schaut bitte erstmal hin, dass ihr euch das Ganze auch notiert oder den Namen ändert des Fahrzeugs, dass ihr dann auch seht, dass das 11-20 aus Elte stammt, ist für den Anfang noch relativ uninteressant. Wird später, ihr werdet das gleich bei Grigol nochmal sehen, interessanter, wenn ihr nämlich so viele Einheiten habt, dass ihr gar nicht mehr so richtig den Überblick bekommt, wer eigentlich wo hingehört. Personalzuweisung auch wichtig, bitte weist immer einer Person dieses Fahrzeug zu. Auch das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Es war ja da so, glaube ich, in der vorigen oder irgendwo in einer der vorigen Aufnahmen so, dass bei der Feuerwehr Rheine, die wir jetzt gerade eben verschoben haben, dass ein Fahrzeug da nicht rausfahren konnte, weil das Personal dort gefehlt hatte. Ja, weil ich alle Leute auf den anderen beiden Fahrzeugen hatte und das dritte Fahrzeug konnte nicht rausfahren, weil keine Leute mehr da waren. Deswegen, um das zu verhindern, immer wenn ihr ein neues Fahrzeug gekauft habt, bindet eine Person, eine von euren Angestellten, die ihr habt, wenn ihr eine neue Wache macht, immer auf dieses Fahrzeug fest, damit dieses Fahrzeug einen festen Fahrer hat. Ja? Und sei es auch nur, dass dieses Fahrzeug nur mit diesem festen Fahrer rausfährt. Aber es fährt raus. Ja? Schlecht wäre es, wenn das Fahrzeug in der Halle steht, alle Feuerwehrleute, die in der Wache drin hat, sind auf Einsatz. Ihr braucht Nachschub, ihr braucht noch ein Fahrzeug mehr und dieses Fahrzeug steht rum und kann nicht rausfahren. Ihr müsstet also die andere Einheit aus der Wache erstmal zurückbeordern. Dann muss eine Person da raus, dann muss eine Person da rein und so weiter. Das verhindert ihr, indem ihr halt einfach eine Person auf dieses Fahrzeug bindet. So, 34.000 Credits habe ich noch.
Mit einem Fahrzeug komme ich hier nicht weit. Ja? Ich möchte jetzt spaßeshalber noch eine Ausbaustufe machen. Die kostet mich nur 10.000 Credits. Kann jetzt also noch ein zweites Fahrzeug dazu packen und mache jetzt spaßeshalber mal. Ich weiß nicht, ob der ELW1 dort existiert, aber den kaufe ich mir jetzt einfach mal. Das ist ein Einsatzleitwagen, den braucht man häufig für Einsätze. Den werden wir für die anderen beiden Wachen in Rheine auch nach und nach besorgen. Das ist definitiv. Auch da machen wir eine Personalzuweisung, damit dieses Fahrzeug dann halt auch rausfahren kann. So, jetzt hat also die Feuerwehr Elte den LF20 und den ELW1. Jetzt kann es dazu kommen, dass ich jetzt Einsätze innerhalb meines Gebietes bekomme, wo ein ELW1 auch benötigt wird. Ja. Des Weiteren müsst ihr jetzt ein bisschen anfangen zu gucken, wo ihr eigentlich eure Einheiten hinschickt. Denn ihr seht es jetzt, die Feuerwehr Elte ist ein kleines bisschen außerhalb. Das heißt also, wenn jetzt hier ein Einsatzgebiet käme, hier in Ostenwalde, übrigens merkwürdig, dass Ostenwalde hier unten bei Rheine gibt, es gibt noch eins direkt bei mir in der Ecke. Wenn ich also jetzt, sagen wir mal, hier in Spelle einen Einsatz habe, ja, dann ist es naheliegend, den Löschzug rechts der Ems dahin zu jagen, weil der den kürzesten Anfahrtsweg hat. Jetzt nehmen wir mal an, diese Einheiten, die hier sind, sind bereits auf einem anderen Einsatz. Ich könnte jetzt als nächstes den Löschzug links der Ems, ist egal, auf jeden Fall den anderen Löschzug nehmen, den dahin schicken oder die Feuerwache Elte. Nur die Feuerwache Elte, ihr seht es selber, hat einen viel weiteren Anfahrtsweg. Wenn jetzt hier unten ein Einsatz käme, wären die Einheiten gebunden. Das ist so eine Kleinigkeit, die man so ein bisschen im Laufe des Spiels herausarbeiten muss, dass man sich auch belegen muss, lohnt es sich, die Einheiten hier den ganzen Weg nach oben nach Spelle zu schicken oder ist es nicht besser, wenn ich hier die Einheiten hier nehme und diese Einheit für Einsätze hier unten belasse. Ich möchte das mal kurz noch mal ein bisschen am Griegel verdeutlichen. Ich habe meine Einheiten gestartet in meinem Heimatgebiet. Das ist hier oben im Hümmling, im Sögel. Demzufolge haben wir hier auch relativ viele Einheiten, aber das Feuerwehrtechnische Zentrum, die Nachbargemeinden Werpelo und Schwanhahnstätte, Werlte. Danach bin ich erst dem Verband beigetreten und der Verband breitet sich oder hat sich ja unten in Lingen ausgebreitet. Deswegen baue ich mit Griegel jetzt auch die ganzen Einheiten um Lingen, um Meppen, um Emsbüren herum auf, dass ich dann in dem Verbandseinsatzgebiet auch Präsenz zeigen kann, ohne großartige Anfahrtswege zu haben. Jetzt sehen wir mal an, hier ist ein Hausdach eingestürzt, ne, in Lingen-Ems. So, wenn ich da jetzt draufklicke mit Grigol, dann habe ich hier die Feuerwehr Holthausen, die ist relativ nah dran, die ist hier, ne, die braucht nur 5 Minuten. Ich müsste jetzt also rausgucken, was brauche ich, um diesen Einsatz abzuarbeiten. Je weiter ich jetzt wegkomme, desto weiter werden auch die Entfernungen. Zum Beispiel die Feuerwehr Werpelo, das ist ein Nachbarort von meinem Heimatort hier in Sügel, die braucht 41 Kilometer, um den zu fahren. Die Zeit, die das Ganze braucht, sind 29 Minuten und 46 Sekunden. 29, also eine halbe Stunde, brauchen die von der Wache, die rücken ja sofort aus, bis zum Einsatzort. Dann muss die Zeit berechnet werden, die das Ganze braucht, um den Einsatz abzuarbeiten und dann fahren die auch noch wieder zurück. Nehmen wir für das Fallbeispiel an, 30 Minuten Hinweg, 30 Minuten Abarbeiten, 30 Minuten Rückweg. Das heißt, diese Fahrzeuge von der Feuerwache Werpelo, die zwei Fahrzeuge, wären anderthalb Stunden unterwegs. Ja, ich könnte die natürlich auf dem Rückweg nochmal neu alarmieren, beziehungsweise auf einen anderen Einsatz hinschicken, aber auch das dauert seine Zeit. Deswegen mache ich es mittlerweile so, dass ich gucke, was ist denn hier im Bereich um den Einsatzort am ehesten am Einsatzort. Ich versuche also, meine Einheiten gemeindennah einzusetzen. Ja?
dass ich also eben nicht die Einheiten, die gar nicht zu Lingen, zum Einzugsbereich von Lingen gehören, dass ich die auch die da nicht hinschicke. Ja, sondern dass ich die zurückbehalte und sage, okay, die Einheit Sögel, die Einheit Werpelow, die hat in Lingen gar nichts verloren, das ist gar nicht deren Gebiet. Ja, die haben sich um den Brandschutz in Sögel und in Werpelow zu kümmern. Ja, dass ich also versuche, erstmal für solche Einsätze die Einheiten zu nehmen, die sowieso in Lingen sind. Emsbüren beispielsweise, Holthausen wäre noch eine Möglichkeit, ja, weil die relativ nah dran sind. Als nachfolgende Einheit, wenn diese Einheiten rund um Lingen nicht ausreichen sollten, weil sie noch nicht genug ausgebaut sind, kann es auch schon mal sein, dass ich dann hingehe und sage, okay, die nachbarschaftliche Löschhilfe wird dann praktisch gesehen aktiviert. Das heißt, ich aktiviere die Feuerwehr Meppen, die ja auch noch relativ nah dran ist. Ja, die Feuerwehr Meppen wäre dann hier oben und die könnten dann auch noch hier mit eingreifen. Nur die Feuerwehr Sögel, Werte und da oben, die würde ich dafür nicht einsetzen. Das ist aber eine Sache, die müsst ihr auch für euch selber wieder rauskriegen. Das ist also keine Sache, die ich euch vorschreibe oder empfehlen kann. Das ist eine Sache, die ich mache. Weil ich eben nicht möchte, dass die Einheiten hier 50, 60 Kilometer hier unten runterfahren, bis nach Emsbüren, da einen Einsatz machen. Ich meine, das ist ja noch relativ nah. Aber ich hatte auch schon Einsätze, die waren südlich von Emsbüren. Die Feuerwehrfahrzeuge sind da 55 Minuten gefahren. Eine Strecke. Und fehlen mir dann natürlich, wenn ich hier oben Einsätze habe. Entschuldigung. Deswegen gucke ich das auch so nach, dass ich, wie gesagt, hier gucke, was habe ich hier und unten im Bereich. Ich kann zwar meine Einheiten hier hinschicken, wenn dann aber ein weiterer Einsatz hier unten ist, dann mache ich das so, dass ich dann diese Einheiten, die jetzt gerade im Einsatz sind, einen Nachfolgealarm, also eine weitere Alarmierung mache, sodass sie erst diesen Einsatz abarbeiten und danach erst zum nächsten Einsatz fahren. Was anderes ist es bei Großschadenslagen, wenn also ein Großbrand ist, ja, wenn also ich jetzt feststelle, oder es gibt jetzt hier irgendwo einen Einsatz, der mit den örtlichen Feuerwehren gar nicht abzuarbeiten ist. Ja. LKW umgestürzt, ist eine örtliche Geschichte, brauchen wir nicht. PKW im Supermarkt, ist noch eine relativ örtliche Geschichte. Gesprengter Geldautomat, ist eine Polizei, ja, brauchen wir nicht. Hausdach eingestürzt, könnte schon etwas größer werden. Tankstellenbrand, Krankentransport. Derzeit habe ich hier keinen Großeinsatz. Es könnte beispielsweise sein, dass wir einen großen Waldbrand haben, ja, der mit den örtlichen Kräften schon nicht mehr ausreicht. Weil wir brauchen da, was weiß ich, 30 Feuerwehrfahrzeuge, 30 Löschfahrzeuge. Die habe ich hier unten gar nicht stationiert. Dann schicke ich tatsächlich meine anderen Einheiten hier aus diesen anderen Standorten dahin. Logisch, ich will ja den Einsatz abarbeiten. Es bringt jetzt nichts zu sagen, ja, ich habe hier nur 20 Einheiten, die schicke ich dahin und die restlichen 10 Einheiten oder 20 Einheiten, die ich hier oben habe, die lasse ich links liegen. Wäre ja Schwachsinn. Ja? Also für Großschadenslagen, für Großbrände kann es schon durchaus mal sein, dass ich dann alle meine Einheiten losschicke. Was kann ich, ob das überhaupt... Ja, wir hatten mal hier unten einen Wirtschaftsgebäudebrand. Das war gestern, glaube ich. Gestern, ja, den hatte einer geteilt. Ja, der Einsatz wurde freigegeben. Da waren wirklich, was ich, 30 Löschfahrzeuge benötigt. Da waren 8 Funkstreifen, 5 oder 6 Drehleitern, die da gebraucht wurden und. Da habe ich alles, was ich hatte, oder fast alles, bis auf die Noteinsatzfahrzeuge und die RTWs, von hier oben, irgendwo hier unten war das, hingejagt. Ja, weil das gar nicht mit den Kräften, die hier unten waren, großartig zu machen war. Ja, das ist also eine Großschadenslage. Da schickt man dann schon seine Einheiten hin, wenn man das möchte. Ist aber jedem sich selbst überlassen. Es hätte auch gereicht, wenn ich nur ein einziges Fahrzeug geschickt hätte. Ja? Aber ich möchte, dass die Einsätze abgearbeitet werden. Also wenn ich die Einheiten auch schon da habe und sie auch frei sind, dann schicke ich sie auch aus solche großen Schadenslagen hin. Wie gesagt, aber solche kleinen Lagen, ne, wie jetzt hier so ein Hausdach eingestürzt, das versuche ich relativ ortsnah zu abzuwickeln. Und die ganz kleinen Lagen beispielsweise, wenn es hier ein LKW umgestürzt ist, das kann ich mit der Feuerwehr in Meppen praktisch alleine machen. Da brauche ich auch dementsprechend die Feuerwehr in Lingen oder in Sögel gar nicht mit dazu zu holen.
Gut, okay. 28 Minuten, fast 29 Minuten sind schon wieder rum. Wir werden wieder ein bisschen weiterspielen hier. Ja, wir müssen ja gucken, dass wir wieder ein bisschen Geld reinkriegen, denn mit diesen drei Feuerwachen, wir wollen da ja nicht stehen bleiben. Ne? Wir sind jetzt gerade bei 14.000 Credits noch. Das heißt, wir müssen jetzt wieder 86.000 Credits erstmal verdienen. Das wird eine Zeit lang dauern und ich hoffe, dass ich das bis zur nächsten Folge auch geschafft habe. Denn, wie gesagt, drei Feuerwachen sind nett, aber noch nicht ausreichend. Denn die Feuerwehr Rheine hat, glaube ich, noch irgendwo weitere Einheiten, die ich noch haben möchte. Und wie gesagt, es müssen auch immer geguckt werden, dass wir die mal ausbauen. Ja, wir wollen ja später auch mal größere Einsätze haben, wo es auch mal spezialisiertere Einheiten braucht, wie zum Beispiel eine DLK. Ja, die beiden Wachen müssen mit Sicherheit beide ein ELW-1 haben, einen Einsatzleitwagen. Es wird mit Sicherheit hier auch noch andere Einheiten geben, die wir auch noch haben müssten. Gerätewagen, beispielsweise Schlauchwagen, die gerade bei großen Brandeinsätzen, bei großen Feldbränden gerne mit eingesetzt werden. Und. Und wenn wir Rheine dann fertig haben, geht es weiter. Ne? Salzbergen, Neunkirchen, eben Büren, Hörstel, Ostenwalde, keine Ahnung, ob das wirklich ein größeres Örtchen ist. Bei uns in der Ecke ist Ostenwalde ein sehr kleines Örtchen. Spelle wird mit Sicherheit dabei sein. Und dann geht es weiter hier Richtung Emsbüren und Richtung Lingen. Und nicht nur das. Wir müssen ja auch Krankenhäuser haben. Denn wir wollen ja auch möglichst Rettungseinsätze noch dazu packen. Die Polizei muss noch gebaut werden. All das kostet verdammt viel Geld pro Wache. 100.000 Credits. Wir haben noch viel zu tun hier. Aber das war's für diese Folge, meine Lieben. Ich wünsche euch was. Also ihr wisst jetzt ganz genau, wie ihr eine Einheit auch verschieben könnt. Das kostet 10 Coins. Ja, sollte man nach Möglichkeit immer nur einmal machen. Wie gesagt, bei der ersten Wache, die man in diesem Spiel erstmal zum allerersten Mal baut, und da ist es noch relativ egal, da klatscht das irgendwo hin, dass ihr da zumindest anfangen könnt. Bei der zweiten Wache, je nachdem, wie ihr das handhabt. Entweder ihr setzt guckt euch vorher an, wie ich es auch gemacht habe, wo eine Wache tatsächlich sitzt. Dann platziert die dann praktisch gesehen darüber. Oder ihr klatscht das einfach irgendwo hin. Das ist eure Sache. Ja? Gut, ich wünsche euch was. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund. Ne? Und ja, wir sehen uns. Haut rein. Macht's gut.